So, hallo, wir machen weiter. Bei I Wanna Stop the Simulation und das letzte Mal haben wir nicht bei einem Boss gestoppt, sondern im Kirby-Abschnitt. Genau, da sind wir jetzt nochmal. Und ich bin schon mal wieder gleich tot. So, ich glaube, ich weiß auch nicht, ob ich jetzt hier mehr als einen Part aufnehme. Es ist schon relativ spät, ich bin schon relativ müde. Aber ich wollte jetzt auf jeden Fall noch gucken, ob ich den Part hier hinkriege. Und... falsche Taste. Aber vielleicht bin ich ein bisschen zu müde, um das jetzt zu spielen. Ich weiß es nicht, wir werden sehen. Okay, so mache ich den. So. Was wir schon gesehen haben, ist, ich sollte nicht in die Tür hier rüber. Das sollte ich allerdings auch nicht tun. Okay. Ich muss nur wieder ein bisschen reinkommen, dann wird das gleich besser funktionieren. Bin ich sehr überzeugt von. Siehste, schon sind wir da, wo wir noch nie waren. Oh Gott. Okay, ich bin als Stein nicht unverwundbar. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Good to know. So kommt man am ehesten rüber. Okay. So. Oh, und ich kann ihn nicht... Kann ich ihn nicht killen oder bin ich gerade zufällig in dem Ding gelandet? Und es ging deswegen nicht. Das wäre jetzt die große Frage, die sich hier stellt. Das wäre jetzt die ganz große Frage. Konnte ich ihn einfach nicht killen oder bin ich zufällig in der Attacke gelandet? Ha! Ich bin zufällig in der Attacke. Gut, ich kann ihn also killen. Schon mal gut zu wissen. Ei, guten Morgen. So, jetzt aber hier. Plopp. Ich bin so doof. Aber wir kommen der Sache näher. Wir kommen der Sache näher. So. Was ist da drin? Ah, der Uppercut, ne? Zu langsam. Einen Sprung werde ich brauchen. Einen Sprung werde ich brauchen, sonst wird es nichts. Schade. Dachte ich komme vielleicht klar. Und dann habe ich hier den Uppercut und dann habe ich hier den Save Point. Okay, verstanden. Wäre es dann nicht vielleicht... Oh, verdammt. Ich darf die Blöcke nicht wegmachen. Gut, dass wir gerade gestorben... Okay. Ich darf die Blöcke nicht wegmachen. Das heißt, ich muss... Ja, es ist ja auch möglich. Oh, boy. Na, ich darf die nicht... Verstanden. Ja, und jetzt funktioniert das viel einfacher. Jetzt kann ich den hier machen. Und dann so. Und dann... Das war so klar. Es war so klar, dass das wieder zu viel ist. Ah. Es war so klar. Okay. Aber ich glaube, jetzt haben wir alle Probleme beseitigt. Dann wäre es vielleicht... Ja, Mist, so nicht. Ich wollte sagen, dann wäre es vielleicht klüger, die zu töten da oben. Weil wenn wir die nachher noch Probleme gerade dann bereiten, das wäre ärgerlich.
Dann sollte ich die wirklich killen, wenn ich den Stein habe. Die Waddledees. Tod allen Waddledees. Das dauert dann zwar ein bisschen immer, aber bevor die mich noch killen, wenn ich den Uppercut dann habe, das wäre echt ärgerlich. Dann machen wir das nämlich so. Dann haben wir hier auch einen Rückweg. Einen besseren. So. Oh boy. Ich dachte, das geht schief. Aber ist zum Glück nicht schief gegangen. Oh, das war wieder super knapp. Jetzt muss ich mal gucken, wie hoch der geht, wenn ich... Okay, der reicht also aus. Okay, so reicht er nicht. Aber so, jetzt haben wir's. Nicht den Stein auslösen. Nice. Okay. Und das ist jetzt das Feuer, ne? Ja. Also links und rechts und so weiter. Eieieiei. Wie mache ich das denn? Ach so. Ich habe den nur. Ich kann ihn nur einmal einsetzen. Dann. Das heißt, ich muss den so machen. Ah, verstanden. Deswegen kann ich den immer wieder neu einsammeln. Okay. Wait, das war blöd. Wie mache ich das denn? Kann ich den zwischendurch stoppen? Warte. Muss das nochmal üben. Irgendwie kann man den zwischendurch stoppen, ne? Also nicht. Nee, ich kann ihn nicht zwischendurch stoppen. Ach, der geht weiter, als ich dachte. Okay, dann muss ich dagegen gegen den kämpfen. Und gut, das heißt, ich darf hier noch keinen Doppelsprung setzen, sondern ich muss den da unten. Gut, geht klar. Das war blöd. Da eben gerade nicht. Dann machen wir den hier und dann so rüber. Und der zieht dann weiter. Ich dachte, der kommt zurück, ne? Aber der ist weitergegangen irgendwie. So war das jetzt gerade. Ach, jetzt habe ich schon wieder gemacht. Ah, der Bumerang geht immer dahin, wo ich bin. Aber wie mache ich denn das dann? Ah, okay. Ich kann ihn ein bisschen fehlleiten. So wie mich auch. Ich kann auch mich fehlleiten. Das ist nicht das Problem. Okay, ich muss dann gleich nochmal sprengen. Kriegen wir hin. Bisher wirkt es nicht weiter schlimm. Ich bin nur doof, das ist alles. Ich muss dann springen, wenn er rübergeht. Die Zeit habe ich. Zeit habe ich. Das war Quatsch. Wait, ich kann ja auch den mit Feuer besiegen. Ich brauche ja die Bomben noch gar nicht. Wir besiegen den als Feuer. Wir besiegen den als Feuer. Das ist viel schlauerer. Ja, das ist viel besser. Die Bomben kann ich mir nachher noch holen. Easy. So. Und jetzt? Ist das Wind?
Ich wollte gerade sagen, eigentlich würde ich das Feuer dann gerne behalten, aber wenn ich da drüben hingucke, darf ich es nicht behalten. Ich könnte was probieren. Und zwar, wir probieren das mal. Ich weiß nicht, ob es reicht. Wir werden sehen. Das war wieder Quatsch. Aber jetzt will ich erst eine Sache ausprobieren. Vorher spiele ich nicht anders. Erst wenn ich das getestet habe, okay, und feststelle, dass es nicht funktioniert, lasse ich's. Da ist noch ein neuer Bombendings. Wir können das Feuer bis darüber nehmen. Sehr gut. Sehr gut. Das war zwar nicht, was ich testen wollte, sondern ob ich wieder zurückkomme, aber... Sehr gut, dann kill ich die beiden mit Feuer und nicht mit Bombe. Da komme ich viel besser klar. Nice. Vor allem komme ich dann auch hier leichter rüber. Das funktioniert halt jetzt relativ easy sogar. Warum bin ich gesprungen? Es wäre alles richtig gewesen. Es wäre alles richtig gewesen. Ich hätte einfach nur nicht springen müssen. Okay. Jetzt geht er hier über mich drüber und dann kann ich da durch. Nice. So, jetzt geht er über mich drüber und dann... Ich sag noch, da ist noch mal eine Bombe. Es ist ja der Uppercut. Ich krieg ja die Bombe. Bin ja komplett lost. Ah, ich bin zu weit unten. Aber es hat gepasst. Es ist ja der Uppercut. Ich muss also vorher schon den erledigen. Das ist jetzt nicht so gut. Wobei, ich könnte auch einfach ab... Nee, ich kann nicht einfach abhauen. Ich kann nicht einfach abhauen. Das ist haut nicht hin. Machen wir es halt doch unten rum. So. Easy. Okay, da oben ist mein Checkpoint. Wir wollen dadurch, wo es schön ist. Ja, sage ich ja. Easy. So, hier komme ich durch. Jetzt brauche ich wieder den Stein. Yo! Okay, ich konnte nicht stoppen. Kann ich den Stein irgendwie stoppen? Ich muss ja stoppen können. Ja. Das heißt aber jetzt, hier unten sind jeweils wahrscheinlich Dinger drin. Dann wollen wir die auch gar nicht freisetzen. Ab wann schießt der runter? Trifft er da schon? Nein. Trifft er jetzt schon? Da kommt noch eine. Okay, aber die reicht von der Reichweite her nicht. Okay, alles klar. Ich muss dann aber schnell genug Bomben werfen. Wahrscheinlich ist auch da wieder die untere Reihe tödlich. Könnte ich mir vorstellen, dass ich die oberen treffen muss. Das wäre zwar ordentlich fies.
Aber wir spielen ja nicht wir spielen ja nicht, ja doch, wir spielen ja nicht Ringelpiez mit anfassen. Sondern wir spielen den Real Shit. Nein, das jetzt hier. So. Jo. Und genau das erwarte ich nämlich da oben auch. Dass da ist der Boden so, ne? Dass da überall so Scheiße ist. Mist. Dass da überall so Zeug ist. So Stachelviecher. Genau das erwarte ich nämlich. Boden befreien. Ah, warum mache ich denn sowas? Ich habe überlegt, ob ich das irgendwie abkürzen kann. Es geht aber. Oh, verflucht. Ich glaube, das geht nicht mehr. Geht das noch? Es wäre noch gegangen. Okay. Wäre ich jetzt nicht inkompetent gewesen, dann wäre das noch möglich gewesen. Na gut. Jetzt wieder hin. Nee. Schlechte Idee. Ich hatte Quatsch vor. Ich wollte von oben vielleicht mit dem Stein dann da runter, aber wenn wir ganz. Ach. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, ist das keine gute Idee. Ein einziges Mal auf den Blöcken drauf. Jetzt komme ich nicht mehr hin, weil ich mich nicht mehr traue. Das gibt's doch nicht. Aber wir kommen mittlerweile recht schnell hier durch. Sagt er und stirbt. Am Waddle Dee. Ja. So. Aber es bleibt dabei. Wir kommen recht schnell hier durch. Es ist ja wahr. Wieso komme ich denn nicht mehr auf den Block drauf? Meine Güte. Das gibt's doch nicht. Na bitte, es geht doch. Das sind halt nicht mal. Das sind halt nicht mal Stacheln unten gewesen. Ich dachte, da kommen Stacheln unten hin. Aber ist nicht so. Was ist das denn jetzt? Also, wie soll das gehen? Ach so, war verstanden. So soll das gehen. So. Oh, muss ich besser springen.
Also für den Kirby-Teil brauchen wir schon alles hier, ne? Oh Junge, ich seh's. Ach, du blödes... Dich habe ich wieder vergessen. Aber der andere Teil geht bisher, klar. Na, dieser Sprung hier ist nicht so wild. Sah erst komisch aus, ist es aber dann doch nicht. Das hier geht auch in Ordnung. Da muss ich einfach dann ganz schnell reagieren. Okay. Gut. Aber da muss ich, wie mache ich das denn? Da muss ich auch zackig sein. Das irgendwie so timen, dass er dann gerade nicht wirft. Oh Junge. Ah, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Das war nicht die Idee. Nein! Ich will es so timen, dass er gerade wirft, wenn ich von unten hochziehe. Dann dürften die Dinger mich auf keinen Fall treffen. Und dann dürfte auch genug Zeit sein. Genau. Bis er wieder wirft. Da ist der Warp! Ich habe Angst. Passiert hier noch was? Nice! Hold shoot to charge. Oh nein! War das nicht dieses komische mit dem Sliden oder so? Da gab es doch irgend so eine komische Slide-Funktion oder irgend so eine Rutsch-Funktion oder was das war. Das war richtig unangenehm. Da gab es einen furchtbaren Boss auch. Aber ich hoffe, das ist nicht dabei jetzt. Oh. Man sieht die Stacheln so schlecht. Geht mir zumindest gerade so. Die sehe ich, aber... Ach, da ist... Oh, ich kann da drauf nicht... Auf den Schienen kann ich natürlich wieder nicht stehen, ja. Ist ja richtig. Ist ja richtig, dass ich da nicht stehen kann. Bin halt blöd. Oh, jetzt sterbe ich dem... An dem Mistviech. Also da muss ich hin. Und dann muss ich vielleicht erstmal die loswerden. So. Dann muss ich da hoch. Oh, ich dachte schon. Ich dachte, ich verhau den Sprung. Hä? Diesmal sterbe ich nicht an der Decke. Aber ich kann auch nicht über sie durch. Das ist natürlich auch interessant. Ah, jetzt kommt dieses Viech wieder, ne? Wie werde ich den denn jetzt gleich wieder los? Ach so, hier noch gar nicht. Ja, moin. So, perfekt. Da muss ich runter. Und jetzt fällt der da... Oh mein Gott, die ganzen Stacheln in der Mitte. Oh mein Gott. Okay.
Okay, aber soweit hat es. Ah, oder ich gehe vorher. Ich gehe vorher hin. Ich gehe vorher hin. Ich glaube, das ist angenehm. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht ist es auch nicht angenehm. Eigentlich so wie gerade lief es ja ganz gut, ne? Dass ich da jetzt runtergehe. Oh, wie habe ich das gerade gemacht? Verdammt. Das wäre wahrscheinlich wieder so eine Sache einmalig geschafft, die total schwierig ist. Ne, so geht's. Aber wie... Der kommt einmal zurück. Habe ich das gerade richtig gesehen? Wir nähern uns der Geschichte hier. Wie kriege ich den weg? Wahrscheinlich gar nicht. So komme ich runter. Der fährt einmal zurück und dann komme ich da drauf. Das sollte man hinkriegen. Und dann hat er eigentlich auch genug Zeit, um runterzufallen. Und mich nicht zu treffen. Nice. So. Die Dinger werden gemein. Kann ich die vorher anträgern? Scheiße. Ich kann da bald auch nicht einfach direkt durchrennen, oder? Ich muss aber. Ah, die landen da drauf! Okay. Dann geht das klar. Ich muss nur den Schwung nochmal schaffen. Natürlich jetzt ärgerlich. Okay, das ist super einfach. Die Frage, ob der wieder einfach ist. Ja. Und jetzt ist... Ah, weil ich nicht weitergelaufen bin. Okay. Gecheckt. Ich muss weiterlaufen, dann gehen die rüber. Sonst landen die vorher. Okay, bisher geht die Stage. Ich will es nicht verschreien. Ah, fast. Der muss dann noch weg. Aber ja, der komische Dash ist raus. Da gab es irgendeine so eine Dash-Funktion. Und die haben sie rausgenommen. So, tschüss. So. Und die kann ich jetzt einfach so loswerden. Den kriege ich auch noch getriggert. Das ist eigentlich egal, der stört nicht. Ah, da ist nochmal gemeines Zeug am Ende. Ich habe vor allem die Hälfte der Stacheln jetzt auf Anhieb nicht gesehen. Oh boy. Das wird doof. Ah, ich habe die Staffeln... Staffeln, genau. Die Staffeln habe ich gerade auf Anhieb nicht gesehen. Noob! Ich weiß nicht, wie das jetzt passiert ist, aber es ist passiert. So. Ach, dass ich da noch ein bisschen zu doof für bin, ist eigentlich schade. Weil eigentlich ist es auch keine schwierige Stelle. Wenn man es mal raus hat. Wie es geht. Oh oh. Ich
ich konnte mich einfach nicht mehr. Ich konnte einfach nicht mehr. Ich wollte, aber ich konnte nicht. Mein Kopf hat gesagt, nope, ich funktioniere jetzt nicht mehr. Und dann habe ich Quatsch gemacht. Oh, oh, das reicht nicht. Da habe ich zu lange gewartet. Ach, ärgerlich, dass wir jetzt das Ende nicht geschafft haben. Von dem Raum. Aber offensichtlich geht es dann noch weiter. Das gefällt mir nicht. Ist mir schon lang genug, die Stage. So, jetzt einfach weg mit dir. So. Die triggern wir wieder an. Und die triggern wir wieder. Gut, easy. So, jetzt muss ich genau auf die Stacheln gucken. Ich brauche jetzt den Schuss nicht mehr. Ich muss nur auf die Stacheln gucken. Okay. Einfach, aber die stören nicht weiter. Okay. Bisher überhaupt kein Problem. Ich frage mich, wann es schwierig wird an der Stelle. Das müsste ich doch mit einem gezielten Schuss auch durchkriegen, jawohl. Warte mal. Ich kann ja einfach durch. Ach so. Wozu kann man das dann überhaupt? Wozu ist der überhaupt offen? Man weiß es nicht so genau. Okay, aber es geht eigentlich wirklich nicht um Springen. Es geht nur darum, rechtzeitig zu schießen. Das ist im Moment aktuell alles. Ich musste noch nicht großartig ausweichen. Ich muss nur gut schießen. Gerade so funktioniert. Da sollte ich jetzt vielleicht springen. Das war super knapp. Gut, getroffen. Da bin ich jetzt auch unschlüssig. Okay. Nein! Ich dachte, ich lande drauf. Ich habe es nicht richtig gesehen. Oh mein Gott, Augen, bitte. Macht keinen Blödsinn. Ach, wie ärgerlich. Ach, wie ärgerlich das gerade war. Ach, komm schon. Nice. Nein! Oh, dass ich den nicht treffe. Vielleicht soll ich da einen kleinen Sprung machen, weil ich bin eh nicht schnell an der Stelle. Das könnte ich eigentlich probieren. Oh, oh. Das ist jetzt blöd. Also wenn ich da eine verfehle, ist schon kacke. Boah, wie auch verrutscht mir jeder mit jeder Bewegung. Nice. So, vielleicht mache ich da jetzt einen kleinen Sprung. Dann kriege ich die nämlich deutlich einfacher. Und da wollte ich auch einen kleinen Sprung machen. Okay. Na, jetzt habe ich nur eine erwischt. Mist. Nice. Gott. Sehr, sehr gut. Weg. Nicht erwischt, aber ist okay. Und jetzt muss ich hier nochmal springen und dann gut drauf kommen. So. Jetzt ist neu. Jetzt weiß ich nicht, was passiert. Schön schnell antriggern. In den Warp. Oh mein Gott, yes. Ich wusste es. Ich habe es im letzten Part schon gesagt. Es gab auch die End is Nigh.
Und da haben wir es wieder. 1-1 steht da oben, das heißt, es werden einige Räume kommen. Vermutlich 10. Es waren immer 10 bis zum nächsten Abschnitt. Ich würde vermuten, dass da auch wieder 10 Räume kommen. Schauen wir uns den nächsten... beim nächsten Mal an. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.